Recht, liebes WWE-Universum, mit der Smackdown-Ausgabe dieser Woche und dem von Carsten schon angesprochenen Hauptmatch. Und ich möchte nochmal kurz auf den Spot vor der Pause eingehen. Das zweite Titelmatch beim SummerSlam. Das ist ein wirklich geschichtsträchtiges, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Da treffen der WWE-Champion und der WWE-Champion aufeinander. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der WWE gibt es zwei legitime WWE-Champions. Nach dem SummerSlam ist dieses Dilemma dann Gott sei Dank behoben, denn dann wird es nur noch einen, dem einstimmigen WWE-Champion geben. Das ist natürlich ganz klar, denn CM Punk besiegt. Champion verließ dann aber gleich die WWE und daraufhin wurde von Mr. McMahon ein Turnier um den WWE-Champion-Titel, den praktisch jetzt neu geschaffenen WWE-Champion-Titel, angesetzt. Vor zwei Wochen, dass hier ein Punk wieder zurückgekehrt war, denn Triple H, der operative Geschäftsführer, hatte ihn tatsächlich zu einer Rückkehr bewegen können. Ja, damit hatten wir zwei legitime, du hast schon gesagt, zwei legitime WWE-Champions und die einzige Lösung, und da stimme ich Triple H hundertprozentig zu, ist ein Match der beiden gegen ein... Flüchtenden R-Truth, denn Randy Orton hat John Morrison ins Rennen geschickt und John Morrison wurde ja von R-Truth verletzt und drei Monate von Triple H neu verpflichtet und ist natürlich wütend auf R-Truth. Den würde er gern schnappen, aber wir haben es gesehen. R-Truth möchte das nicht. Er nimmt sich John Morrison in den Weltschwergewichtschampion vor. Schöner Jobkick, das Cover von John Morrison Richtung R-Truth. Ja, und dieses Match hat natürlich im Grunde genommen eine Geschichte und die reicht zurück bis zur letzten SmackDown-Ausgabe. Da besiegt die R-Truth zu John Morrison und Randy Orton ließ seinen Frust an R-Truth aus, nachdem ihm R-Truth mit einer Wasserflasche einen Schlag verpasst hatte. Nun, Orton... John Morrison und Randy Orton haben ebenfalls Respekt voreinander. Kann er noch was unternehmen? Ja, er kann. Auf jeden Fall. Und natürlich sind hier die hasserfüllten Paarungen miteinander zu... Und doch sage ich noch einmal, dieser R-Truth ist einen Weg gefunden hat, denn auch heute ist er wieder im Hauptmatch. Früher gab es das nicht für ihn. Ja, nur der ist eben nicht ganz sauber, dabei bleibe ich, sprich da mit seinen kleinen Jimmys. Deswegen ist Ringrichter Mike Chioda da, um John Morrison von R-Truth zu lösen. Und der, ja, dieser John Morrison ist natürlich gebrannt vor Wut, zeigt den Shining Wizard aber das Christian und befreit seinen Tag Team Partner. Das wäre sonst wohl... Ebenso wie in diesem Match. Kleiner Hinweis noch und dann geht dieses Match hier weiter.